Der Dieselwetter und so Gänger da. Fischkoch rein. Der Albert Rambacher ist Gitarrist und Liedermacher, der Werner Michael ist Karikaturist und Endtrainer und Entertainer. Und der Albert ist Lehrer und ich habe auch keine Lust zum Erben. Das war sehr kurzer Gedichtlauf zum Eisstimmer. Unser Programm dauert ungefähr 8 Stunden, also ich werde so um 4 Uhr früh daheim sein. Die haben genug Bier und Brot und Wienerler, habe ich gehört, und Gulaschum. Jedenfalls ein wenig zum Einstimmen, wir haben eine schöne Mischung für euch, das sind Lieder, das ist eine Politikerparodie dabei, es ist eine Schnellzeichenshow, weil ich ja Schnellzeichner eigentlich bin, und Gedichtklass. Die Gäste anzieht und 5 Fußballvereine habt ihr, das ist allerhand, aber Kamerad mehr, das ist ein Schande. Trotzdem machen wir gern halt, am schönsten ist es, in schwarzer Wacht am Wald. Max Krieger ist gestorben und der Schneewalzer so langsam gespielt, der ist da verloren. Stefanie Herrer wäre schwanger, Johannes Estes ist auf der Flucht. Und die SPD will der Willy Brandt, die will den Willy Brandt ausgeroben, der soll doch 14 Uhr Urlaub haben. Und heute sind zwar die Damen, die man wieder auf der Nähe brauchen wir immer noch einen Kasten Seifte, Alter, so. Auf Krankenschein wird es das geben, das mich nicht noch einmal da leben. Alle Abend hocken in der Stumm, sei Alter, die Gret und die Simbum. Er ist euch stolz auf seine Kinder. Bloß beim Jüngsten, du der Windspinner. Der Klare schaut so greiflich aus, wer bessert ihr Wände im Haus? Alarmer Nosen, Ruder Hoher, so großer Ohren, das ist der Bohr. Das ganze Ferro hat schon gespott, ob der wieder kommt. Ascensor, Kräuterzahler. Ich will kein Steak, Pizza und kein Currywurst. Ich will nur ein Wäschler mit Bredler und Senf. Auf das ausländische Zeichen krieg ich ein Monsterst und hinterher nur Magenkrämpf. Ich bin erst richtig glücklich und froh, hol ich bei Bärschlamon. Und meiner Frau geht's eben so, sie macht nur der Bärschlamon. Ascensor, Goldfernseher, Vorhalla. Ascensor, Goldfernseher, Ascensor, Goldfernseher, Vorhalla. Ascensor, Goldfernseher. Beim Frühstück, morgens beim Frühstück im Reiherhaus. Die Hausfrau schaut zum Fenster raus. Da könnte man richtig neidisch werden. Der Nachbar hat seine Frau so gern. Wenn der Friedzer Albert geht, wie verabschiedet sich der Mosu nicht? Ein letzter Kuss, ein liebes Wort. Er streichelt sie noch intim, hier und dort. Und du mal auf, Mensch, bist du blöd, warum machst du denn das nicht? Das fällt mir gar nicht ein, nicht einmal im Traum. Ich kenne die Nachbarn ja kaum. Das war schon auch, jawohl, das gibt's, da kannst du was erleben. Der Leibwurstwickel vom Stinkball aus, ai. Holt sich sein Frühstücksei raus, ai. Er setzt sich hungrig an den Tisch. Fährt's raus, bläst ihr Hand auf, in mein Auto verkehren. Das war's, ja. Dann fertig ist, und wenn die Hall, dann fertig ist, und wenn die Hall, dann fertig ist, wie kommst du hin, wenn's im Schlagloch versunken ist? Ja, es ist der Ufer, kennt der Luftring, nix im Beil, aber großer Spring. Ja, es ist der Ufer, die Haushaltslegende. Der Näher sagt ganz freundlich wert, die Sache, die ist ganz schnell erklärt. Ich bin der Weißohren-Näher aus Uganda, ich trinke Cola und anschließend der Fanta.
Am Nachmittag, man kann es nicht glauben, der wird ja draußen in seiner Arm, kommt wieder an mich her, das wird auch gleich. Der Wert fragt sich, was das wohl sei. Ganz schwarz, der Riecher, bloß eine weiße Nasen. Der Wert hat sich's erklären lassen. Ich bin der Weißnasen-Riecher aus Uganda, ich trinke eine Cola und anschließend eine Fanta. Der Wert denkt sich, das ist ein Bluff. Leck mich am Morsch, ist das ein Bluff. Am Arm schauen wir wieder vor die Tür. Und noch ein schwarzer Ding. Cholera, wie schwarz, was gibt's für Dinger? Nur am weißen Mittelfinger. Da sagt der Wert, Sie brauchen mir nichts erklären. Ich sag Ihnen, wer Sie sind. Sie sind der Weißfingerneger aus Uganda und Sie wollen eine Cola und eine Fanta. Da sagt der Mona, ich bin der Schlossfächer von hier. Ich war von deiner Welt, jetzt brauche ich ein Bier.